Ahoi, ihr Landratten und Vagabunden, rauf auf unser Schiff, wir fahren zur See auf Kaperfahrt. Ich bin der Professor von der Redaktion Holtex, eigentlich bin ich Piratprofessor von der Redaktion Holtex und hier ist Pirat Bullige, auch Hallo. Von der Redaktion Holtex. Und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Standard. Was zeigen wir denn heute? Ich stehe da drauf. Hier unsere nette Fregatte. Nette, große, tolle, schön inszenierte Fregatte. Wir haben das Schiffchen ja schon bei Facebook angekündigt und es kam schon ganz gut an. Aber wir mussten echt noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, bevor wir da das Ganze hier vorstellen können. Und ja, das ist wunderbar geworden, denke ich. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Ja, haben wir. Und jetzt ist es fertig. Juhu. So, das ist das Schiffchen von außen. Es ist ein Dreimaster. Und ja, fangen wir einfach mal hier beim Wichtigsten, beim Steuerrad an. So, das hier ist dieses Steuerrad vom Captain. Wir haben da einen Baumstamm genommen, haben da Schalter dran gemacht, die alle in eine Richtung so zeigen, damit man so schön so ein paar Hebel zum Anfassen hat und daran schön drehen kann. Dann ist in der Mitte noch ein Lager. Ja, das ist halt das Steuerrad. Das ist hier an dem hinteren, an den Besarmast dran. Dahinter ist noch eine Karte, damit der Steuermann auch ein bisschen navigieren kann. Die ist ein bisschen groß geworden. Und ja. Mir fällt gerade auf, das ist eine Landkarte. Ja. Ja. Ist gerade Wattenmeer auf der Karte. Genau. Ist Ebbe. Hier haben wir dann auch nochmal eine kleine Karte mit Wasser. Nochmal so eine große Übersichtskarte. Weiß ich nicht. Könnte ein ganzer Kontinent so oder so sein. Sieht fast aus wie Europa. Hab ich auch gerade so gedacht. Hatte Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja echt ein Stück Land von der Welt. Wenn ihr das wisst, schreibt's ruhig in die Kommentare. Ja. Halt hier diese ganze Navigationseinheit und hier steht dann der Captain, der steht meistens an der Seite so und guckt so schön. Steuermann macht das doch mehr hier so. Ja, der Captain steht an der Seite und guckt. Ja. Der Steuermann, der steuert das Ding und auf der anderen Seite steht der Mannschaftsoffizier. Der guckt, dass die Mannschaft bereit ist. Vielleicht steht der aber auch hier vorne und kann dann besser sagen, hier, oh, jetzt feuern, rechte Kanone, linke Kanone, Steuerbord und Backbord ist das ja hier. Segel rauf, Segel runter, Segel reffen. Ja. Ja, hier, wir haben hier ein paar Kanonen verteilt. Einige viele, weil mir fällt gerade auf, die Kanonen hier vorne, die haben noch gar keinen Zündhütchen oder sonst so eine Lunte. Ei. Weil wir haben hier so Zündhütchen dran gemacht oder Lunten oder keine Ahnung, das sind eigentlich Blumentöpfe. Ja. Damit man die auch abfeuern kann. Irgendwie haben eigentlich wir uns wollten wir Hebel nehmen. Ja, aber das passt ja nicht. Ja, Hebel stimmt. Ist auch. Hebel haben wir für alles schon genommen. Also genau. Jetzt mussten wir uns mal was anderes einfallen lassen. Wir haben ein ganz besonderes Bootdesign, Leute. Und zwar geht man hier quasi ein Stockwerk unter Deck. Und ja, hier ist man so ein bisschen geschützt und hier kann man dann so mit den Kanonen schießen. Und für die Mannschaft, die Enterhaken wirft und Musketen hat, die stehen dann hier oben auf der Reling. Ja. Das ist ja halt ein durchaus übliches Design damals gewesen, nur halt heutzutage gar nicht mehr so bekannt. Und da denken immer, oh, die Segelschiffe damals, die hatten alle ein Deck und da kommt man drauf rumrennen. Nee, hey. Unsers nicht. Ja. Das ist. Dieses Stockwerk ist auch hier Stahl verstärkt, also dort sind irgendwelche Metallplatten dran gemacht worden, um halt die Mannschaft zu schützen, die hier die Kanonen bedient
Wobei eigentlich sind hier total wenig Kanonen. Das eigentliche Kanonendeck ist nämlich ein Stockwerk tiefer. Hier haben wir aber dafür ein paar Speere, Harpunen, Messer, Seile. Hier werden auch die ganzen Segel gerefft und halt gesetzt. Habe ich das richtig gesagt? Gut. Wir haben hier Schießpulver für die Kanonen noch und Metablöcke. wir haben hier unser Beiboot. Das steht hier Keine einfach so. Metablöcke. Wir können hier reingehen. Hier sind zwei Ruderbänke. Ja, und dann kann man hier auf Walfang gehen oder wenn das Schiff versenkt ist, kann man damit schön wegschippern. Ja. So, gucken wir hier mal vorne hin. Ah, wir haben hier noch so ein schönes aufgewickeltes Seil. Metablöcke. Ja, die Leute wissen langsam, dass das alles Metablöcke sind. Alles, was ihr nicht kennt, Metablöcke. Wenn ihr wissen wollt, wie Metablöcke gebaut werden, dann guckt euch doch das Tutorial zu den Metablöcken an. Ja, wir haben hier eine Glocke. Dazu gibt es auch ein Tutorial, wie man die baut. Damit hier vorne, der hier steht und sagt, ja, da kommt jetzt ein Eisberg. Klingeling. Klingeling, warn nicht mal den Hein, der da hinten am Steuer steht. Ja. Und dann hört der Hein da hinten, der hört das dann. Ja. Der denkt dann so, oh, klingeln. Ich muss rechts abbiegen. Ja. So. Bevor wir jetzt ein Stockwerk tiefer gehen, zeige ich euch mal die ganzen Masten? Meste? Aufbauten. Aufbauten? Mastaufbauten, Mastgestänge, keine Ahnung. Mehrzahl von Mast. Da kann man nämlich hochgehen und hier werden ja die Segel zusammengebunden. Hier sieht man das. Wenn die hochgezogen sind, dann muss einer hochklettern und die so zusammenbinden. Meistens nicht nur einer. Ja. Und damit das Schiff dann schön so im Hafen stehen bleiben kann. Und wir haben hier einfach immer eine Treppe dran, so dass man hier schön hochgehen kann. Normalerweise klettert man ja nicht am Mast hoch, sondern hier in dieser Takelage. Aber das geht ja in Minecraft nicht, deswegen haben wir hier eine Leiter an dem Mast. Gut, vorne ist der Fockmast, richtig? Ich glaube Fockmast. Dann haben wir in der Mitte den Großmast und hinten den Besanmast. Das ist beim dreimastigen Schiff so. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht irgendwelche Kacke. Hier vorne haben wir den Klüverbaum. Ja, damit die Leute auch was Ja. lernen. Und ja, das war's erstmal. Mehr erzähle ich nicht. Wir können jetzt mal ein Stockwerk tiefer gehen, denn wir haben jetzt ja nur das Deck gesehen. Ja, wir haben noch unseren Küchenchef hier vorne vergessen. Der ist ja auch noch in unserer obersten Etage. Ja, das haben viele Leute nicht so auf dem Schirm. Die wissen das nicht, dass man auch noch eine Küche auf dem Schiff braucht. Auch damals brauchte man Man kann sich eine. ja nicht nur von Zwieback und Rum ernähren, ne? Also, Ach, hilft Rum zwar auf jeden Fall. alles gegen Skorbut, aber ein bisschen was in den Magen ist auch immer gut. Vor allem muss das ja irgendwer zubereiten. Den Zwieback und das. Den Rum. So Ja. ist das. Deswegen haben wir hier an der Säule hinter dir mal ein nettes Creeper-Rezept zum Beispiel hier. Ja, jetzt wisst Hier ihr auch, auch. wie man Creeper zubereitet. Steht alles da drauf. Und hier Menschenfleisch. Menschenfleisch. Da rechts Achso. ist eine Ja, das soll Menschenfigur. eigentlich der Essensplan sein. Oder irgendwie. Wer jetzt gerade Dienst hat. Ah, Genau. okay. Kartoffeln schälen. Hier muss jeder anpacken. Ja. Die Küche ist nicht ganz sauber. Hier sieht man ein paar Fliegen. Metablöcke. So. Man kann hier von der Küche auch vorne rausgehen und hier die Aussicht genießen. Wir hatten hier eigentlich noch überlegt, Kanonen zu machen, aber ja, Die kann man dann immer noch reinrollen. das wäre alles so eng gewesen, deswegen haben wir gedacht, lassen wir das. Und dann kann man hier vielleicht angeln oder so. Keine Ahnung.
Ist halt so. Ich finde das sehr toll hier, diese Küche. Die hat irgendwie was. Das ist so ein ganz besonderer Raum. Auch mit diesem Balkon hier quasi. Naja. Ach, weißt du, was wir hier, hier haben wir ja noch unseren tollen Schrank. Wir Ja. könnten das hier als Räucherraum verkaufen. Weißt du? Unten Ja. machst du so ein kleines Feuerchen, so ein ganz Mini-Feuerchen. Oben hängst du deine Fische rein. Weißt du, durch diese Netze jetzt müssten wir nochmal dran drüber nachdenken. Dass wir Genau, hier so eine Räucherkammer hätten. das könnten wir natürlich überlegen, ob wir sowas machen. Um den Fisch dann Ja. länger haltbar zu machen. Ja. Na komm, lass mal weitergehen. Gehen wir mal weiter. Hier hinten haben wir nämlich die Kapitänskajüte. Die größte Kajüte auf dem Schiff. Viele Leute haben ja keine Kajüte, keine eigene. Und der Kapitän, der ist ja der König des Schiffs. Also das ist, es gibt keinen Inhaber, höheren. ah, Ja, der ja. Kapitän ist auf See immer der König. Er ist immer die Gottheit, die oberste Macht. Zumindest bei Freibeutern ist das so. Und ja, der hat hier ein schönes Apartment. Der hat hier ein großes Bett. Der hat einen eigenen Rumschrank, der aber relativ schnell leer geht. Ja, vor allen Dingen, weil es keine Tür hat. Wenn das Schiff einmal Schräglage hat, fallen die ganzen Pullen raus. Nein, das Regal ist ja schräg gebaut. Die stehen ja schräg drin, Ah, eigentlich. ja, mein Naja. Gott. Und dann haben wir hier noch einen Plattenspieler. Dazu gibt es auch ein Tutorial von uns, wie man den baut. Das ist aber die Version 2.0 mit den Schildern noch unten. Müsst ihr einfach dazu bauen. Ja, dann sieht das hier so ein bisschen piratenmäßig aus mit diesem Netz hier, Netz. Fischernetz. Das haben wir einfach hier vorgespannt, damit diese eine Seite hier zu ist. Da ist dann die Sitzecke und man kann hier dann in den hinteren Raum gehen, wo man eine Rundumsicht hat mit dem Glas. Das ist wunderbar. Auf hoher See, stellt euch das vor, mit den gigantischen Wellen. Die Gischt peitscht gegen die Scheiben. Hat schon was. Auch hier ein Kartentisch und den Hebel. Das soll ein Messer darstellen, hat der Polygon gesagt, Ja. das in einer Steinbutter klebt. Nein, ja, Na, ist halt ein Messer, ist ein Dolch. ist ein Dolch, der im Tisch steckt, damit die Ja, Karte nicht wegfliegt. das ist ein. Ah, das ist sogar ein Schwert. Ja, das geht eigentlich noch viel tiefer. Stimmt. So, das geht hier so tiefer weiter rein. Und das hier ist nur dieser Handschutz, der da dran ist. Ah, ja, genau. Ja, war einer sauer. Da Da will liegt ich dann hin. ein Schatz. So. Jetzt haben wir es noch auf die Spitze getrieben. Oh Gott, Okay. du kannst das Schwert drehen. Ich Naja. hatte gerade überlegt, vielleicht gehen dann die Tischbeine hoch. Die Trapdoors. Naja, Das wäre was gemein hätte man gewesen. nicht? Fällt der Tisch um. Naja. Ja, dass du das hier gerade mitten im Let's Show so versuchst. Ja. Gut. Kapitänskajüte abgehakt. Das sieht ja auch alles ein bisschen prachtvoller aus. Feiner aus, ich gehe mal aus dem Weg. So, jetzt geht's nach Untertage. Nein, nach Unterdeck. Wir haben hier viele von diesen Ladeluken, die können wir alle aufmachen. Und da kann dann hier das Schiff beladen werden. Hier kommt man ein Stockwerk tiefer. Und man kann natürlich auch die Leiter benutzen, das ist kein Thema. Ja, hier können dann die Waren eingeliefert werden und Hier oben drüber haben wir dann auch extra einen Kran, den hast du gerade noch ein bisschen vergessen. Ja. Genau, da über der Luke. Paar Umlenkrollen oben drüber. Und dann können wir hier unsere Schwarzpulverfässer runterhebeln lassen. genau, die kommen Sehr auch gut. auf dieser Ebene. Das ist unsere Kanonenebene oder unser Kanonendeck. Kanonendeck, genau. Und ja, hier stehen halt die meisten Kanonen. Wir haben hier sehr viel Schwarzpulver. Braucht man natürlich auch für die Kanonen. Zwischendurch steht mal hier so ein Schwarzpulverblock. So ein, ja, Schwarzpulvergitter oder so. Das ist Ja, einfach Schwarzpulver, haben wir jetzt so ausgemacht. schon mehrmals. Aber das reicht natürlich nicht aus, um die ganzen Kanonen ein ganzes Gefecht lang zu feuern.
Abzufeuern. Wir haben gar keine Blöcke mit Kanonenkugeln. Ja, brauchen wir auch nicht, erstmal. Ja, egal. Ja, und hier haben wir dann unser Schwarzpulverlager. Hier ist ganz viel Schwarzpulver. Und damit das nicht in die Luft fliegt, ist das nochmal mit Stahl ausgekleidet. Du hast mich eingesperrt. Ja, aus Demonstrationszwecken. Ja, also verschließbar. Das ist ein richtiger Bunker hier, damit das alles nicht in die Luft fliegt. Ja, beim ersten Stoß vom Gegner. Getroffen wird. Genau. Darf ja auch nicht so zu tief im Schiff sein, so ein Lager, oder? Das ist ja meistens eigentlich unter der Wasseroberfläche, fällt mir gerade ein. Eigentlich schon, aber da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was anderes. Und vor allem, könnten da wir ist das... mal tauschen. Aber hier ist es halt in der Höhe, so dass man schnell rankarren kann zu genau. den Kanonen. Da, wo es gefordert wird. Das ist halt der Hauptgrund. Ja. Wir haben hier hinten nämlich noch einen Raum. Das ist nämlich... Was ist das hier für ein Raum? Du hast den entworfen? Schankraum, Partyraum, ja, Spieleraum. So ist wie ein Gemeinschaftsraum einfach, ne? Gemeinschaftsraum, ja. Hier kann man abhängen mit den Matrosen, wenn man gerade nicht unbedingt da irgendwelche Seile ziehen muss. Ja, und hier kann man Schach oder irgendwelche anderen Kartenspiele spielen. Poker. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, will ja auch nicht. Irgendein Kartenspiel. Hier kann man sich betrinken. In der Billigversion haben wir auch nochmal drin. Dann kann man ein paar Piratenlieder singen oder Seemannslieder. Das kann man auch ohne Plattenspieler. Ja. Aber ja. Ja, dafür haben wir natürlich auch den nötigen Stoff hier. Ja, genau. Hier das Wasser. Hier hätten wir dann einmal einen Schrank mit rum. Allerdings gerade gebaut. Sonst würden die Flaschen rausfallen. Deswegen die Türen. Ja, und den kann man abschließen, damit nicht der Schrank schon bei der ersten Kapperfahrt leer ist. Ja, sicher. Auf der anderen Seite haben wir dann noch einmal Fässer. Mit noch mehr Rum. Ja. Und Wasser natürlich. Weil Wasser braucht man auch. Hier haben wir dann einfach nur eine Kiste mit Brot und so einem Zeug. Hinten auch. Da ist auch kein sehr Brot wichtig. Drin. Ja, tut mir leid. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Das war das Kanonendeck. Wir können hier die Treppe weiter nach unten gehen. Also man kann hier auch diese Klappen wieder öffnen. Und wenn ihr das jetzt so seht, dann sind die genau übereinander. Also man kann hier mit dem Kran auch durch die beiden Etagen durch bis nach unten dann das Zeugs, was man so braucht auf dem Schiff, anliefern. Mit dem Kran. Ja. Zum Beispiel die Kisten, die man hier hinten sieht. Mhm. Das ist hier so ein kleines Lager. Es ist noch nicht voll, denn das ist ja auch kein Handelsschiff oder so, sondern das ist ein Kriegsschiff und man hat hier dann eigentlich nur Waren dabei, die so Verpflegung, die, ja, die man selber braucht halt. Oh Gott, hier sind überall Ratten. Ja. Und zwar sehr hässliche. Die sind zufällig. Bei mir sind die grau. Ja, bei mir sind die jetzt auch wieder grau. Mist, dann gucken wir mal. Wir können hier nämlich Ratten spawnen lassen. Silber. Ah, ich vernichte dann mal die eine. Normalerweise, das wollten wir euch eigentlich zeigen, aber jetzt sind die alle grau. Mist, warum sind die denn alle grau? Das ist der Vorführeffekt. Hier ist eine, die braun ist. Nö, bei mir nicht. Doch, bei mir sind jetzt zwei hier. Vier oder so. Das sind schon viele. Ach, bei mir nicht. Also es gibt auch diese Silberfischen mit Rattentextur, das ist cool. Ja. Aber im Moment haben wir hier eine richtige Rattenplage im unteren Deck. Der bullige Captain, der geht schon hier mit dem Schwert voran. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal alles andere. Und zwar haben wir hier dann Strohmatratzen für die Mannschaft. Die können hier bei den Ratten auf dem Boden liegen. Wir wollten erst Hängematten bauen. Dazu haben wir ja auch ein Tutorial, wie man so eine Hängematte baut. Aber da ist ja einfach nicht genug Platz. Deswegen haben wir gedacht, okay, machen wir hier Strohmatratzen hin. Dass die Mannschaft hier schön auf Stroh schlafen kann.
Und ja, wir haben hier noch ein kleines Lager. Jedes Besatzungsmitglied hat seine eigene Truhe hier. Obwohl die Truhe muss man sich ja mit jemand anderen teilen, denn die Kojen, die werden gewechselt. Also man zwei Leute bekommen eine Koje, man wechselt sich immer ab mit Schlafen. Tag- und Nachtschicht. Tolles Ja. System. Und hier vorne, hier ist quasi noch ein Lagerraum für irgendwelche Güter, hier so Fässer. Das sollen Fässer sein, wo. Was soll da drin sein? Salz und so? Dörfisch. Dörfisch. Ja. Fisch in Salzlake. Hält Genau. sich lange, oder weiß ich nicht, ansonsten in den Kisten könnte zum Beispiel Brot oder Zwieback oder so ein Zeug sein. Wasser, wieder nochmal Fässer. Und man muss dazu sagen, hier sitzen auch Wachen, die das ganze Zeug so bewachen. Ja. Und ganz wichtig, hier vorne, da geht es nämlich in die Schatzkammer. Denn dieses Kriegsschiff hier hat Gold, Diamanten und was ist das überhaupt? Smaragd. Smaragd, genau. Und Goldeier, Drachengoldeier Ja. geladen. Das ist irgendwas Aztekisches. Ja. Aztekisches. Irgendeine Zierde. Ja, nee. Auf jeden Fall, hier ist die Goldkammer. Gut. Ja, so ist das. War's das? Wir haben jetzt kein besonderes Deck mehr. Es sei vielleicht nochmal zu erwähnen, dass ganz unter uns im untersten Deck auch nochmal so ein kleiner Hohlraum ist, wo wir dann Steine verfüllt haben. Genau, Sollten. um den Schwerpunkt des Schiffes möglichst niedrig zu halten. So, jetzt habe ich mich aber auch versprochen. Ja. Tolles Schiff. Ich hoffe, euch hat das Schiff gefallen. Eine Sache haben wir noch. Dieses Schiffchen Ja. hier hat noch keinen Namen. Es wäre cool, Nee, wenn nicht mal ihr. ich, Meister der Schilder, hab noch keinen Namen gefunden. Nee, und wir haben uns überlegt, okay, es gibt so viele tolle Namen für Schiffe, die sich so wunderbar anhören und genau das beschreiben, was dieses Schiff ist. Aber wir konnten uns einfach nicht entscheiden. Und wir haben jetzt uns überlegt, ihr sollt einfach in den Kommentaren schreiben oder bei Facebook, wie ihr das Schiff nennen wollt. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, vielleicht machen wir dann auch noch mal so eine Abstimmung daraus. Wäre bestimmt auch cool. Ja, mal sehen. Ja. Ja, ich zeige das noch mal ganz von oben, dann kann man Die gucken. Dimensionen auch einfach mal erkennen. So, schon. Das ist schon sehr groß. Schön. Das ist eigentlich sogar zu groß für unseren Hafen. Och, passt eigentlich noch ganz, aber Ja. wir haben halt geguckt, wir wollten so ein richtig großes Schiff bauen, so eine Fregatte. Das sieht im Übrigen auch aus wie so ein spanisches Schiff, also mit diesem Gelb hier, oder? Das hat ja so gelbe Farben. Ich weiß nicht, wie die Spanier das gefahren haben damals. Wir haben extra mit dieser Farbe halt so eine, ja, so eine Art optische Täuschung reingebracht, so dass das Schiff so bullig aussieht oder noch runder. Ja. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und denkt dran, wir sind bei Facebook und ihr könnt das Video auch positiv bewerten. Bis dann! Jo, ciao.